Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute haben wir wieder etwas aus unserem eigenen Hause, nämlich unseren Schienenbus VT95. Es ist eine Neuerscheinung, gerade frisch auf den Markt gekommen und den wollen wir uns heute genauer anschauen. Zuerst einmal gibt es natürlich, ihr kennt es, der Fahrplan, ein paar Informationen zum großen Vorbild, wobei groß hier relativ ist, und dann geht es weiter mit dem Modell hier in 1:87. Wir gehen raus in die freie Wildbahn. Wir haben hier ein Modell mit Sound an Bord. Das heißt, wir werden uns den speziell für den VT95 für uns aufgenommenen Sound an. Wir schauen uns die Fahreigenschaften an und ganz zum Schluss, ihr kennt es, kommt mein Schlusswort und natürlich die Artikelnummern von diesen wunderschönen Modellen hier. Also verlieren wir keine Zeit und legen los. Beginnen wir also die Reise mit den Informationen zum großen Vorbild. Ja, wir müssen in der Zeit weit zurückreisen. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, nämlich genau da war es so. Denn der Grundgedanke des Schienenbusses entstand aus dem Bestreben, einen kostengünstigen Personenverkehr im Nebenbahnbereich zu erreichen. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gab es Ideen, Schienenbusse zu verwirklichen, wie zum Beispiel den Wismar Schienenbus, die jedoch nie in solchen Mengen gebaut wurden, wie jetzt zum Beispiel unserer VT95. Eine Variante dieser ganzen Vorhaben ist zum Beispiel der Skistrabus, den wir euch ja auch schon vorgestellt haben, ebenfalls eine Eigenproduktion von Modellbahnunion. Durch den Zweiten Weltkrieg dann wurde die Weiterentwicklung der Fahrzeuge um Jahre zurückgeworfen. Denn man musste natürlich erstmal den Krieg verdauen und dann natürlich erst einmal wieder alles aufbauen und dann in die Entwicklung gehen. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war der tägliche Einsatz von Dampflokomotiven natürlich an der Tagesordnung. Einen erheblichen Anteil an diesen Kosten wurden durch die auf Nebenbahnen noch oft eingesetzten Länderbahnlokomotiven, die nicht aus genormten Einheitsbauteilen bestanden, verursacht. Daraus resultierten erhebliche Wartungs- und Reparaturkosten. Um diesem Missstand zu begegnen, sollte ein standardisiertes Fahrzeug in großen Stückzahlen geschaffen werden. In den Köpfen der Entwickler hatte sich der Gedanke des Omnibusses auf Schienen festgesetzt, nachdem bereits seit Jahrzehnten Omnibusse auf den Straßen sehr erfolgreich eingesetzt wurden. Was lag also daher näher, als dieses Konzept auch auf die Schiene anzuwenden? Im Jahre 1950 war es dann soweit, die ersten Prototypen unseres VT95 hier kamen auf die Schiene, und mit diesen Prototypen sammelte die Deutsche Bundesbahn dann ihre Erfahrungen für die spätere Serienproduktion. Direkt vom Omnibus von der Straße wurde natürlich der Dieselmotor übernommen, er kam von der Firma Büssing und wurde unterflurig hier bei unserem VT95 dann auch eingebaut. Ja, und durch den Dieselantrieb konnte dann auch schon direkt bei diesen Fahrzeugen auf den obligatorischen Heizer auf den Dampflokomotiven verzichtet werden, was natürlich damit auch eine erhebliche Reduzierung der Personalkosten nach sich ziehte. Eine erste Erkenntnis aus dem Einsatz der Prototypen war das unzureichende Sitzplatzangebot. Um diesem Makel entgegenzuwirken, wurde mit Einführung der Serienlieferung ein verlängerter Achsstand realisiert. Es wurden dann Fahrzeuge mit 6 Meter gegenüber 4,50 Meter Achsstandfahrzeuge gebaut und somit hatte man dann insgesamt 56 Sitzplätze. Die Länge der Serienfahrzeuge mit dem nun verlängerten Radstand betrug nun 13,2 Meter. Und alle Fahrzeuge hatten dann 4 Türen, das heißt an jeder Seite 2 Türen. Die Schienenbusse wurden bei der Deutschen Bundesbahn zunächst als VT95.9 eingereiht. Die fortlaufenden Ordnungsziffern begannen dann mit 9113 und endeten mit 9669. Die Ordnungsziffern bis 1992 waren den Vorserienfahrzeugen vorbehalten, wobei dies nicht konsequent umgesetzt wurde. Insgesamt wurden 557 Triebwagen des VT95 gebaut. Die ersten Schienenbusse des VT95 hatten im Bereich des Führerstands noch Oberlichter, diese wurden aber dann später bei den Serienfahrzeugen dann weggenommen, denn die Lokführer beschwerten sich dann über eine erhöhte Sonneneinstrahlung, was zum einen geblendet hat und natürlich dann halt auch extrem warm war. Ja, auch anders wie bei herkömmlichen Schienenfahrzeugen der damaligen Zeit hatten unsere Schienenbusse hier keine standardmäßigen Puffer, sondern sie hatten einfache Stoßbügel und die Verbindung mehrerer Einheiten wurde über Mittelpufferkupplung
sprich Shaku, dann realisiert. Wie wir ja eben schon gehört haben, wurde der Dieselmotor der Firma Büssing hier in die Schienenbusse eingebaut. Dieser hatte eine Leistung von 110 kW und er trieb eine Achse des VT95 an. Mit der zweiten Serie wurde ein weiter entwickelterer Motor des gleichen Herstellers mit einer Leistung von nun 130 kW eingebaut. Und ab dem Jahre 1962 wurde die nächste Entwicklungsstufe dieses Motors Schritt für Schritt in alle VT95.9 Fahrzeuge eingebaut. Ja, da es aber in Deutschland hier und da tatsächlich Gebiete gab, wo auch diese erhöhte Leistung nicht ausgereicht hat, hat man dann parallel zum VT95 ab 1955 eine Weiterentwicklung dann auf die Schienen gestellt, nämlich den Schienenbus Typ VT98. Und dieser hatte dann nicht einen Motor, sondern zwei Motoren und hatte somit dann natürlich auch die doppelte Leistung. Zu den Schienenbussen der Bauart VT95 wurden entsprechende Beiwagen gebaut, um das Platzangebot auf bestimmten Strecken zu erhöhen. Diese nicht angetriebenen Beiwagen erlaubten natürlich die Steuerung des Motorwagens über einen eigenen Führerstand. Das heißt, man hat dann den Motorwagen normal gekuppelt, hat dann sozusagen eine Steuerleitung gekuppelt und über diese Steuerleitung und einem separaten Führerstand im Beiwagen konnte man dann den Motorwagen steuern. Insgesamt kam es zum Bau von 564 Beiwagen des Typs VB95. Mit der Umstellung auf das EDV-gerechte Nummernsystem im Jahre 1968 bekam auch unsere VT95 hier eine neue Baureihenbezeichnung. Fortan liefen sie nicht mehr als VT95, sondern als Baureihe 795. Die Fahrzeuge wurden nun fortlaufend als 795-113 bis 795-669 bezeichnet. Die zunächst als VT95 geführten Beiwagen wurden nun als Baureihe 995 geführt. Nach einer Weile bekamen unsere VT95 auch bestimmte Spitznamen. 90 km/h waren sie schnell und sie hatten aufgrund des sehr kernigen, knatternden Dieselmotors auch bestimmte Spitznamen weg. Es unterschied sich sogar, wo sie eingesetzt wurden. Umgangssprachlich und weit verbreitet war der Spitzname Uerdinger Schienenbus. Gemeint sind natürlich die Schienenbusse, die von der Waggonfabrik Uerdingen entwickelt wurden. Allerdings kam es natürlich auch zu anderen Spitznamen. Zum Beispiel in Norddeutschland sagte man Ferkeltaxen und es gab auch im Bereich Mitte und auch ein bisschen hier im Westen den Begriff Rote Brummer. Das Leben der Baureihe VT95 bzw. 795 war jedoch vergleichsweise kurz, denn bereits 1962 wurden die VT95 901 und 902 außer Dienst gestellt, gefolgt von den anderen Fahrzeugen in den Jahren 1964 und 65. Eine Ausnahme bildete hier der VT95 906, der 1964 zum Indusi-Prüfwagen umgebaut wurde und heute als einziger Überlebender aus dem Bestand der Vorserienfahrzeuge auf eine mögliche Aufarbeitung in Gerolstein wartet. Die Erfolgsgeschichte der leichten Schienenbusse beschränkte sich jedoch nicht nur auf die Deutsche Bahn. Auch die CFL in Luxemburg und Deutsche Privatbahn erkannten die Vorzüge dieser innovativen Fahrzeuge und setzten weitere Triebwagen und Beiwagen ein. Die Schienenbusse VT95 hinterließen somit eine bleibende Spur in der Geschichte des Schienenverkehrs und werden auch heute noch als wegweisendes Beispiel für wirtschaftlichen Betrieb auf Nebenstrecken angesehen. Denn ihre Kombination aus Leichtbauweise, Effizienz und Flexibilität setzte neue Maßstäbe und beeinflusste die Entwicklung des Schienenverkehrs nachhaltig. Ja, Freunde, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit den Informationen zum großen Vorbild. Wir machen weiter im Fahrplan.
Angekommen nun beim Modell in 1:87 und da, wie immer, schauen wir uns natürlich an, wie kommt das Modell zu uns. Wir haben hier unsere schöne Modellbahnunion Eigenverpackung. Innen ein Kunststoffblister, in dem der VT natürlich sicher drin verpackt ist. Man kann ihn seitlich rausziehen und relativ einfach dann auch natürlich entnehmen. Drin ist natürlich der Schienenbus VT95 und ein kleines Beutelchen. Hier drin sind die unterschiedlichen Kupplungen, die wir euch mit an die Hand geben. Es gibt einmal einfache Kupplungen, es gibt einmal eine Doppelkupplung, also sprich, man kann zwei VTs miteinander kuppeln mit dieser Kupplung, die hier mit bei ist. Und so kann man sich eigentlich jeden Betriebsmodi dann auch hier am Zug realisieren, den man haben möchte. Außerdem ist noch ein kleines Blättchen mit dabei, wo wir auch nochmal reinschreiben, allgemeine Bedienungsanleitung. Wir haben auch nochmal was kurz zu der Geschichte geschrieben und hier natürlich auch, wie pflegt man das Fahrzeug, wie nimmt man das Chassis ab, um zum Beispiel an die digitale Schnittstelle zu kommen oder eventuell um eine Wartung auszuführen oder vielleicht um Püppis reinzukleben und. Das alles steht hier drin, das bekommt ihr natürlich ebenfalls mit an die Hand. Ja, begeben wir uns also nun runter zum Modell, holen das Modell zu uns hoch und schauen uns dieses kleine Prachtwerk einmal ganz genau an. Es kommt zu euch, es ist komplett zugerüstet, das heißt, ihr müsst hier nichts in irgendeiner Art und Weise noch dran bauen oder dran kleben etc. Das Modell könnt ihr so nehmen, auf eure Anlage stellen. Das Einzige, wie gesagt, was dabei ist, sind unterschiedliche Kupplungen. Das heißt, ob ihr in Doppeltraktion fahren wollt, ob ihr eine einzelne Kupplung haben wollt, ob ihr eine Blindkupplung haben wollt etc. etc. Das ist alles hier drin. Die Kupplung könnt ihr hier vorne ganz einfach, wie bei einer normalen NEM-Kupplung mit Kupplungsschacht auch, einfach hier vorne leicht in die Hand nehmen, nach vorne rausziehen und dann könnt ihr dann einen anderen Kupplungsbügel dann genauso leicht wieder reinstecken. Wir haben auf eine genaue Nachbildung natürlich darauf geachtet, sämtliche Dachaufbauten stimmen überein. Wir haben hier auf jeder Seite das Makrofon und anders wie bei der Serie VT98, hier bei unserem VT95 das angesetzte obere dritte Spitzenlicht oben auf dem Dach. Finde ich, sieht wirklich sehr süß aus. Scheibenwischer sind auch schon drauf. Inneneinrichtung, wie wir sehen, sehen wir nichts. Das heißt, wir sehen weder Motor noch Decoder. Das war uns auch sehr wichtig. Das heißt, wenn man dann hier seinen Lokführer reingeklebt hat und ein paar Figuren mit der Innenbeleuchtung, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Die Front, wie ja eben schon gesagt, hier die Mittelpufferkupplung und natürlich hier auch die Stoßbügel sind natürlich exakt nachgebildet. Das Spitzenlicht natürlich in LED-Technik mit der Fahrtrichtung wechselnd. Wir haben hier eine Variante der Deutschen Bundesbahn. Hier unten natürlich auch sämtliche Aufdrücke trennscharf und auch sehr gut zu erkennen. Wir haben jetzt hier 5 unterschiedliche Varianten. Wir haben zum Beispiel jetzt hier die Variante der Deutschen Bundesbahn. Wir haben hier ebenfalls ein neutrales Modell. Das Modell hat dann die Nummer 906. Wir haben hier ein Fahrzeug von der Lübeck, von der Lübecker Eisenbahn. Genau. Dann haben wir hier auf der linken Seite 2 neutrale Modelle, wo dann nichts drauf gedruckt ist. So, es ist natürlich nicht die Lübecker Eisenbahn, sondern die Lübeck-Segeberger Eisenbahn. Also, so viel Zeit muss sein, um das richtig zu stellen. Also, schauen wir uns unseren VT95 nun technisch ein wenig genauer an. Was bringt er mit? Wir haben natürlich einen kraftvollen 5-poligen Motor eingebaut, unterflurig, sodass man ihn nicht sieht. Verbaut ist natürlich ebenfalls eine Schwungmasse. Wir haben hier das Gleichstrom-Analog-Modell mit 4 Türen. Die Betriebsnummern sind alle unterschiedlich. Wir haben natürlich eine 18-polige digitale Schnittstelle mit an Bord. Sämtliche Lichter sind in LED-Technik gehalten. Wir haben einen Lichtwechsel mit der Fahrtrichtung natürlich wechselnd. Führerstandsbeleuchtung sowie Innenraumbeleuchtung. Wir haben einen Pufferkondensator verbaut, also auch hier keine Sorge, wenn ihr dann mal über eine nicht polarisierte Weiche fahrt oder ein Stück schmutzige Schiene. Unser VT95 fährt schnurstracks darüber hinweg, als würde es das nicht geben. Die Inneneinrichtung, wie ja eben schon gesagt, ist ebenfalls hier vorhanden. Das heißt, man kann im Fahrgastraum natürlich schön seine Figuren reinkleben und natürlich auf einer Seite dann seinen Lokführer. Im Analogbetrieb sind die Beleuchtungsvarianten natürlich auch wählbar über Dipschalter. Diese finden sich natürlich hier im Dachbereich. Dazu einfach dann hier einfach die Mittelpufferkupplung rausziehen, das Gehäuse abspreizen, nach oben wegnehmen. Dann kommt man relativ einfach an die Dipschalter und kann dann dort einstellen, welche Beleuchtung man haben möchte und welche nicht. Im digitalen Bereich sind diese natürlich immer eingeschaltet und können dann natürlich dann über zum Beispiel die Multimaus dann gewählt werden, ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Zum Kuppeln der Fahrzeuge liegen verschiedene Haken, Kuppelstangen sowie Kuppelstangenattrappen bei. Das ist ja das, was ich euch eben auch schon gesagt habe. Das sind diese ganzen Schätzlinge hier, die wir hier in die Tüte gepackt haben, wo man dann relativ einfach dann den Betriebsmodi dann halt realisieren kann, den man haben möchte. Wie ja eben schon gesagt, wir liefern das Modell hier in Gleichstrom DC analog aus. Auf unserer Homepage habt ihr aber natürlich die Möglichkeit, euer Modell schon digitalisieren zu lassen von uns. Auch habt ihr dort die Möglichkeit, es nicht nur digitalisieren zu lassen, sondern es auch schon mit einem Sounddecoder ausstatten zu lassen. Wir von Modellbahnunion haben für unser Modell hier extra einen Sound speziell für unseren VT95 aufgenommen und verbauen diesen dann natürlich gerne für euch ein. Verbaut werden von uns Zimo Sounddecoder, die einfach dann natürlich auf die Decoder-Platine gesteckt werden, beziehungsweise auf die Fahrzeugplatine gesteckt werden und natürlich dann mittels der Next18-Schnittstelle verbunden. Wie wir vom Vorbild schon gehört haben, gab es auch Beiwagen. Diese Beiwagen, also sprich diese nicht angetriebenen VT95-Fahrzeuge sowie unsere AC-Variante dieses wunderschönen Modells sind noch nicht verfügbar, beziehungsweise noch nicht veröffentlicht. Aber keine Sorge, da arbeiten wir bereits schon dran und es wird auch nicht mehr lange dauern. Dann werdet ihr da auch die Möglichkeit haben, unseren wunderschönen VT95 auf eure Wechselstromanlage zu stellen, beziehungsweise dann hier diesen in Gleichstrom mit einem Beiwagen zu verlängern. Kommen wir nun noch zu ein paar kurzen technischen Stichpunkten für unser Modell hier. Wir haben eine Länge über Kupplung von 122 mm, einen mindestbefahrbaren Radius von 360 mm. Wir haben die LED-Technik natürlich verbaut, Spitzen wie Schlusslicht mit der Fahrtrichtung wechselnd, 3 Lichtspitzen, 2 Lichtschlusslicht. Das geht dann automatisch mit der Fahrtrichtung. Wir haben eine NEM 662er 18-polige Next18 Schnittstelle verbaut. Wie gesagt, hier einmal die Variante ist einmal direkt von uns digitalisieren zu lassen oder ihr kauft euch selber dann einen 18-poligen Decoder und digitalisiert euch euren VT95 selbst. Ja, Freunde, also so viel dann zu unserem Modell hier an 1:87. Wir machen weiter in unserem Fahrplan.
am Ende unseres heutigen Videos angekommen und da muss ich mich ein wenig zu unseren wunderschönen VT95 Fahrzeugen ein wenig runterlehnen. Ja, mein Schlusswort zu diesem wunderschönen Produkt. Natürlich ist es eine Eigenproduktion, aber wir haben uns natürlich etwas dabei gedacht, denn so ein VT95, den findet man kaum auf dem Markt, insbesondere natürlich mit so einer hohen Detaillierung und natürlich dann mit einem eigens dafür erstellten Sound. Den Sound habt ihr eben gehört. Ich finde, er hört sich prächtig an, richtig schön knatterig, wie ein roter Brummer halt nun mal. Und mir persönlich hat er sehr viel Spaß gemacht, auch wenn man natürlich sich jetzt mehrere davon holt und sie dann nebeneinander stellt oder so eine kleine Parade macht, finde ich, kommt da richtiges Feeling auf. Also wie gesagt, mir hat er persönlich sehr viel Spaß gemacht. Für gutes Geld gibt es eine Menge Technik, die dahinter steckt, sei es Innenraumbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung und so weiter, Pufferkondensator, das alles hier mit an Bord. Und ich kaufe ihn mir auf jeden Fall auch für unsere eigene Anlage. Zum Schluss unseres heutigen Videos kommt natürlich das Allerwichtigste, nämlich die Artikelnummern. Wir haben hier 5 verschiedene Varianten. Fangen wir hier mit der linken Variante an. Da haben wir unser neutrales Modell. Das ist einmal die unsere Artikelnummer MUH0T95099. Dann geht es weiter hier mit dem zweiten neutralen Modell. Das hat die Artikelnummer MUH0T95098. Hier in der Mitte das Fahrzeug, was ihr natürlich eben auch mit den Sounds gehört habt, von der Deutschen Bundesbahn. Das hat die Artikelnummer MUH0T95007. Weiter geht es hier, Lübeck-Segeberger Eisenbahn. Das ist die Artikelnummer MUH0T95009. Und hier auf der anderen Seite außen haben wir unseren VT95906 mit der Artikelnummer MUH0T95003. Alle Artikelnummern findet ihr natürlich auf unserer Homepage www.modellbahnunion.com. Und möchtet ihr jetzt eines dieser wunderschönen Fahrzeuge haben, ist das kein Problem. Wie gesagt, einfach auf unsere Homepage gehen, oben in die Suchleiste entweder VT95 eingeben oder direkt die Artikelnummern, dann kommt ihr zu eurem gewünschten Produkt. Dort dann ganz einfach die gewünschte Menge in den Warenkorb legen und ganz wichtig einmal, wo die Summe steht, einmal da drüber, einmal den Haken setzen bei Digitalisieren und oder auch dann natürlich mit Sound. Wenn ihr das angeklickt habt, legt ihr das Ganze in den Warenkorb, bezahlt. Wir veranlassen dann alles, liefern euch das so schnell wie möglich und dann habt ihr dann diesen wunderschönen VT95 digitalisiert und natürlich auf Wunsch dann auch mit Sound bei euch zu Hause. Solltet ihr jetzt noch Fragen zu diesem Produkt haben, kein Problem, einfach hier unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com und in beiden Fällen werden wir uns natürlich schnellstmöglich dann bei euch melden. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns alle alsbald wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und tschüss.